Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Klare Sache, es tut mir leid, ich wollte jetzt eigentlich den Stream ankündigen, aber ich muss leider sagen, dass ich eben am Donnerstag nicht live bin. Hat mit ein paar Terminen und Schule zu tun. Nächsten Stream wird es wahrscheinlich erst wieder am Montag geben. Tut mir leid, Leute, aber es kann halt, wie ich schon oft ab und zu so gesagt habe, kann jetzt in der nächsten Zeit oft so sein, dass ich einfach es nicht schaffe, noch live zu kommen. An den Tagen und so, weil es halt einfach wirklich recht viel ist, was gerade so ansteht. Und ja, wir würden einfach mal reingehen. Wir würden einfach trotzdem natürlich nochmal reingehen hier ins Event. Wir haben nämlich auf jeden Fall ein bisschen was noch hier zum Anschauen. Denn ich würde eigentlich noch ganz gerne hier nochmal ein bisschen was mitnehmen wollen. Heute habe ich schon gespielt, ich war ganz gut mit dabei, schon mal, ja, würde ich schon mal so sagen. Und ich habe tatsächlich den Pass hier nämlich jetzt auch durch. Also ich habe mir hier nämlich alles hier freigeschaltet, also alles super, Leute. Leo Jardin, wie auch immer, der wird sich jetzt gegönnt. Let's go, den nehmen wir mit, der ist wahrscheinlich nichts mehr wert. Egal, nehme ich trotzdem mit und dann mal gucken, ne, was noch so passiert damit. Vielleicht für eine SBC oder so, weil ist sowieso nichts wert. Egal, nehme ich mit. 93er Leo Jardin, wie auch immer. Ist ganz gut, ne? Ist ganz gut. Ich würde mal jetzt hier noch den Rest einsammeln, den ich noch nicht eingesammelt habe. 350.000 Münzen sind zur heutigen Zeit eigentlich sogar ziemlich viel. Und nochmal ein paar Über-Ethas-Punkte. Let's go. Nehme ich natürlich auch hier an der Stelle nochmal mit. 3-4 habe ich jetzt auf der Uhr. Geile Sache. Eigentlich nicht so geil. Es ist, weil es nicht so viel ist, aber nämlich muss ich halt irgendwie mitnehmen. Weil die ganzen Umtauschteile und so, die fressen so viel Zeug, aber ihr wisst sowieso Bescheid, oder ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was da abgeht. Und einen Bart nehmen wir jetzt auch mit, Leute, einen Bart nehmen wir mit und auch 25 Gipfelpunkte, Token, wie auch immer, let's go, nehmen wir das Ganze doch mal mit. Schöne Sache, gute Sache, kann ich mich auf jeden Fall mit anfreunden, das heißt, wir können damit auch, denke ich, nochmal eine Gipfel-SBC machen, wenn es diesmal funktioniert. 1,5 kostet noch, aber den werde ich nicht verkaufen, sondern halt in die Gipfel-SBC hauen, wenn das jetzt noch funktioniert heutzutage. Da muss man ja erstmal immer ein bisschen Abstand haben und erstmal gucken, was so los ist. Genau, League A, da habe ich erstmal die Spieler schon geholt. 23 Stunden habe ich noch. Und jetzt muss ich hier Gipfelpunkte. Mal schauen, ob das noch funktioniert oder ob das jetzt hier schon... Ah doch, es funktioniert. Sehr schön. Sehr schön, immerhin. Na, immerhin 50 Punkte mitnehmen. Naja, ich habe ganz wenig von den Punkten, aber es kostet einfach viel zu viel. Es kostet viel zu viel. 350 ist viel zu wenig. Ich weiß. Aber ich probiere jetzt hier noch so gut wie es geht noch weiter reinzugehen, Leute. Muss man schon mal sagen, aber es ist halt recht schwierig, kann man auch so sagen, genau. Trainingsübertragungs-Items, zack, kann ich mir nochmal mitnehmen, brauche ich nochmal, ja, da brauche ich, also auf jeden Fall ganz gute Sache, die hier mitzunehmen, Münzen, immer gut, immer schöne Sache, was gibt's hier noch Schönes, Skillies, okay, nehmen wir auch mit, wir gehen einfach gleich nochmal ein bisschen durch zum 95er. 95er ist wichtig und richtig. Und ich glaube, jetzt hier noch die Tickets. Und danach kann ich, glaube ich, gar nicht mehr viel öffnen. Ich glaube, gar nichts mehr. Ja, 6300 Punkte. Na gut, immerhin. Immerhin nochmal noch ein paar Pünktchen mitgenommen. Auch für den Premier League Teil. Premier League Chapter, Kapitel, wie auch immer. Star Pass, wolltet ihr mal wissen, bin ich gerade bei 55, fast 56. Also sieht in Ordnung aus, ne? Sollte ich vielleicht sogar hinkriegen. Ich hoffe tatsächlich, kriege ich eigentlich heute noch hier das hin. Ich habe einmal vergessen abzuholen. 1, 2, 3, 4. 4 mal 20. Oh mein Gott, 80. Ich werde es nicht schaffen. Oh mein Gott, nein, oder? Ich kriege den Wochenboni nicht. Oh mein Gott, bin ich lost. Ich habe das schon abgeholt. 1, 2, 3, 4. Nein! Ich krieg den Wochenboni nicht. Ich bin so lost. Ich bekomme den Wochenboni nicht. 500 Star Pass Credits kriege ich nicht. Oh mein Gott, ist das lost. Ich habe zwar noch FIFA Points, aber das tut weh. Das tut weh. Oh mein Gott. Ja, 500 Star Pass Credits. Das wäre so gut gewesen. Das wäre so gut. Oh Mann, das schmerzt echt. Es fehlen 20 Punkte und ich krieg die nirgendwo mehr.
zurück, ey. Oh, das tut weh. Das tut richtig, richtig weh. Eieiei. Na gut. Okay, muss ich irgendwie mich damit abfinden. Boah, okay, das verändert jetzt ein bisschen was. Aber okay, ich werde das trotzdem hinkriegen, Leute. Kein Problem. Für Macht aus dem Schacht, der wird es trotzdem hinkriegen. Denn mich kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel umhauen, denn ich kann euch mal das Ganze zeigen hier. Ich hab's geschafft. Ich hab gespielt und er war nie weg. Er war nie weg. Gestern noch komplett gebrochen gewesen wegen Versus Angriff. Und ich habe Versus Angriff FIFA Champion wieder erreicht. Und nicht nur das, sondern auch in 1 gegen 1 habe ich mich gestern reingesetzt und ich dachte mir so, komm, probierst es mal. Und auch hier habe ich es geschafft. Let's go, ich bin wieder FIFA Champion. Ich bin wieder unter euch, Leute. Ich bin wieder da, ich bin wieder wild und alles ist wieder geil, Leute. Richtig gut, freue ich mich wirklich. Und das Einzige, was noch ein bisschen ja, mir Sorgen bereitet, ist der Manager-Modus. Aber das ist ein anderes Blatt. Das ist was anderes, würde ich sagen. Aber trotzdem, Leute, 1 gegen 1 und Versus Angriff, wieder 1 Million am Start. Geil. So wichtig und richtig. Hat mich sehr gefreut. Und ja, Leute, puh, da bin ich wieder bei unter euch. Ich bin wieder unter euch. Ich bin wieder ein Lebender mit FIFA Champion. Sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Und ja, was mich auch gefreut hat, was heißt gefreut? Also mich interessiert hat, kann man schon vielleicht so sagen. Es wird tatsächlich neues Event geben. Ja, es kommt ein neues Event. Parallel zum Rivalries und Hero Event kommt noch ein Event. Ein Event. Und tatsächlich blende ich euch hier mal etwas ein. Das Card Design wurde nämlich mal rausgeballert. Das Ganze kennen wir ja schon von EA, dass sie das immer so veröffentlichen. Card Design sieht echt wild aus. Selbst das eine ist wahrscheinlich sogar. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, das eine ist sogar für die 100er-Spieler. Und das andere ist für die anderen eben. EA FIFA Mobile könnt ihr das Ganze noch auf Twitter sehen. Falls ihr das bisher noch nicht gesehen habt. Denn, ja, das ist nämlich auf Twitter immer ganz gut. Alle möglichen Updates und so könnt ihr da finden. @EA FIFA Mobile, ganz klare Sache. Da könnt ihr das noch sehen. Also, Neon Lights heißt das Event. Also auch sehr interessant. Also wahrscheinlich gar nicht so richtig Retro-Stars-mäßig, sondern was anderes, oder? Ist es was anderes? Man weiß es nicht so ganz. Jedenfalls auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich was anderes sein, weil sonst hieß es ja wirklich auch Retro-Stars. Also was sagt ihr dazu? Habt ihr Bock oder habt ihr nicht Bock? Wir sehen uns dann in den Kommentaren, wenn ihr was dazu schreiben könntet. Und ja, das heißt, Leute, bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.